Hallo und herzlich willkommen im Sukkulentenbusch. Hier schön zu erkennen, da hinter mir. Alles sehr sukkulent und sehr buschig. Semiaride Halbwüste. Ne? Ein Lebensraum, in dem ich mich jetzt grundsätzlich mal so gar nicht sehe, aber bin hier jetzt trotzdem. Ja? Und ist auch wahnsinnig faszinierend und super spannend, was es hier so gibt. Es gibt ja Leute, die werden von sowas magisch angezogen. Das geht ungefähr so, wie es mir mit den Nordländern geht. Also sprich mit der Taiga und der Tundra und solchen Späßen, die ich einfach wahnsinnig toll finde und mich da sehr wohl fühle. So geht es vielen Leuten mit solchen, ja, so semiariden Landschaften. Ja, ist schon wirklich faszinierend und ich kann mir vorstellen, dass es solche Leute gibt, auch wenn ich diese Vorbinden hier nur ein paar Stunden verbringen muss und dann wieder abhauen darf, weil es ist halt warm und die Sonne brutzelt und Schatten muss man wirklich suchen. Ein bisschen Schatten gibt es, weil ihr seht das ja da hinten, es gibt Büsche, Sukkulentenbusch heißt das Ganze ja auch. Und wo befinden wir uns denn jetzt hier genau, beziehungsweise wo müssen wir jetzt ökologisch einordnen, diese Klimazone, beziehungsweise dieses Ökosystem, in dem wir uns hier gerade befinden, nämlich hier, die infrakanarische Stufe, ganz unten der rote Bereich. Und das ist tatsächlich auch der Bereich, der hier eben am trockensten ist. Es gibt innerhalb des infrakanarischen Stufe genau genommen drei große Lebensraumtypen. Der flächenmäßig wahrscheinlich relevanteste ist das, wo wir hier gerade drin hocken, nämlich eben der Sukkulentenbusch. Und danach gibt es noch die Dünenlandschaft tatsächlich. Manche kanarischen Inseln haben, weil es halt Inseln sind, da kommt dann schon mal ein bisschen Sand angeweht bzw. angespült vom Meer, haben sie auch Dünen ausgebildet. Die sind ja vom Gestein her vergleichbar mit anderen Dünen weltweit an den Küsten der Welt. Und von daher jetzt nicht so was Spezielles. Natürlich gibt es aber da trotzdem ganz andere Pflanzen als in anderen Dünenlandschaften an ganz anderen Küsten der Welt. Aber nur geologisch betrachtet ist das relativ ähnlich. Wir haben hier nur eine Woche, wir kommen nicht noch zu irgendwelchen Dünen, auch wenn das selbstverständlich auch nochmal spannend wäre. So, zweite große Landschaftstyp an der Küste in der infrakanarischen Stufe, wissen, der ist auch sehr trocken, wie gesagt, immer ist, sind die Salzwiesen bzw. die durch Meersalz geprägten Lebensräume. Salzwiesen ist in diesem Zusammenhang das falsche Wort. Salzwiese kennen wir größtenteils aus zum Beispiel Niedersachsen, also jetzt in Deutschland, ne, oder Schleswig-Holstein. Da haben wir jede Menge Salzwiesen, jeweils direkt der Übergang zwischen Strand, sofern es dann einen gibt, oder halt eben Wattenmeer und ja, den kurzen Strandbereich, der ist ja meist nicht sehr breit ausgeprägt. Das Wattenmeer ja ein sehr lange Ebbeflut, also sehr große Flächen, ebbefluttechnisch mal überschwemmt oder halt eben nicht überschwemmt. Aber dahinter befinden sich dann auch gleich die Salzwiesen mit Pflanzen, die eben an ständigen Salzeintrag gewöhnt sind und damit zurechtkommen. Und solche speziellen Pflanzen, die eben Salz langfristig überlegen, leben können, Salz im Untergrund, Salz im Wasser, auch mit Salzwasser klarkommen müssen als Hauptwasserquelle, die gibt es hier auch, allerdings eben nicht hier. Und ich habe auch noch keine Salzwiese auf der Insel gefunden. Und nochmal, wir haben ja nur eine Woche. Daher zurück zum Sukkulentenbusch, weil da hocken wir tatsächlich drin. Den gibt es in der Südinselausprägung und in der Nordinselausprägung, so mal ganz, ganz grob unterteilt. Hier sind wir auf der Südinsel-Variante, also auf der Südseite der Insel, weil wir wollten einfach mal irgendwann auch auf der Südseite der Insel gewesen sein. Wahrscheinlich ist, wenn man jetzt noch weniger Zeit hat als wir oder sich nur eins von beiden angucken möchte, die Nordseitenausprägung ein bisschen interessanter, weil etwas artenreich und reicher und etwas weniger trocken. Also hier befinden wir uns jetzt gerade von der Trockenheit der Landschaft wirklich hart am Existenzlimit von vielen Pflanzen und jedes, alles, was hier noch einigermaßen lebt, und selbst wenn es so aussieht, als würde es nicht leben, tut es manchmal trotzdem, ist hier extrem speziell angepasst und von der Evolution ganz genau darauf ausgerichtet, mit den sehr, sehr lebensfeindlichen Bedingungen hier klarzukommen. Zwar ist es noch keine richtige Wüste, ich habe ja semiaride Halbwüste gesagt, semi-arid, nicht ganz arid. Ja. Arid
arid, Punkt, Ende, einfach nur arid, das ist eine Wüste. Ja? Das ist also ein Lebensraum, der ausgesprochen trocken ist, in dem Niederschläge und Wasserverfügbarkeit nur ganz selten, ausnahmsweise in nicht regelmäßiger Periode mal auftreten. Soll heißen, sowas wie Regen in der Sahara. Da kann es ja auch wirklich mal Regen geben. Man hat bestimmt schon mal irgendwelche Bilder gesehen, die Wüste blüht, ja? Wenn das dann mal tatsächlich da regnet, aber das passiert eben so unregelmäßig, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Und die Lebewesen, also die pflanzlichen Lebewesen vor allen Dingen, die dann in der Sahara klarkommen müssen, sind eigentlich fast alles Therophyten, die dadurch überleben, dass sie gar nicht da sind. Das heißt, die überleben im Samenstadium. Sie haben einen sehr langlebigen Samen, der liegt dann da rum. Und dann wartet der Samen sozusagen auf Regen. Der Regen kommt, das Ding treibt aus, ist kurz da, macht neue Samen, stirbt, die neuen Samen überdauern bis zum nächsten Regen. Also extrem kurze Lebensperiode, ganz langes Abwarten im Überdauerungsstadium in Form von einem Samen, bis es wieder weitergeht. Diese Therophyten, dieses System sozusagen, das Therophytensystem, das gibt es in jedem trockenen Lebensraum. Auch hier werden wir einen Haufen Therophyten finden. Und wenn es hier mal wirklich eine Zeit lang geregnet hat, insbesondere im Winter, wenn es hier tendenziell ohnehin mehr regnet auf der Insel, dann sieht die Landschaft hier hinter mir und auch die Bilder, die ich euch einblende, selbstverständlich nicht nur der Bildausschnitt hier um mich herum, sieht dann deutlich grüner aus, kurzfristig mal, weil die ganzen Therophyten, die können wir jetzt gar nicht sehen. Aktuell befinden wir uns noch in der Trockenphase. Der Winter ist noch nicht fortgeschritten genug, dass jetzt diejenigen, die wechselgrün sind, jetzt schon wieder richtig grün werden, beziehungsweise diejenigen, die noch erst austreiben, wenn es feucht wird, sind noch nicht da. Also wichtig, sämtliche Bilder sind in der Trockenphase. Und wenn wir uns hier jetzt mal die Landschaft angucken und wirklich mal ein paar Landschaftsaufnahmen uns zu Gemüte ziehen, dann stellen wir fest, ja, so wirklich viel Grün gibt es nicht. Und selbst die größeren Sträucher der sukkulenten Busch, die hier rumstehen, die allermeisten, sind nicht besonders grün. Und das hängt einfach damit zusammen, je mehr grüne Fläche du hast, je mehr photosynthetisch aktive Biomasse, desto mehr Wasser verbrauchst du auch. Alles, was grün ist, macht automatisch immer Photosynthese. Da kommt jetzt eine sehr laute Person. Und leider bedeutet das dann natürlich auch, Photosynthese kann man nicht abschalten. Und sobald die läuft, läuft die und dann braucht sie Wasser. Und da der Schaden, wenn die Photosynthese einem vollkommen sämtliches Wasser absaugt, höher ist als das Risiko zu verhungern, weil man gar keine Photosynthese macht, ist die Abwägung, ob man lieber verdurstet oder verhungert, in solchen trockenen Landschaften meistens in Richtung lieber verhungern. Weil verdursten ist das ja die größere Gefahr sozusagen. Das ist also schon mal ein wichtiges Charakteristikum, was man wissen muss, wenn man sich hier in der Landschaft umguckt. Das nächste ist, jetzt haben wir ja gesagt, fast alle Pflanzen, die hier rumstehen, haben irgendeine spezielle Anpassung, wie sie denn mit dieser Situation klarkommen. Und wenn ihr zum Beispiel hier mal wirklich unterwegs seid oder jetzt meine Bildmaterial anguckt, dann werdet ihr jede Menge gefühlt ausgetrocknete Büsche sehen. Jetzt denken wir doch mal bitte an einen beliebigen Western unserer Wahl und denken an den berühmten Dornenbusch, der kurz vor 12, bevor die Duellanten aus dem Saloon auf die Straße treten, um sich abzuschießen, nochmal kurz eben über die Straße in der Westernstadt rollt. Dieser berühmte Dornenbusch. Den gibt's hier so nicht und normalerweise rollen die auch gar nicht in der Gegend rum, sondern sind sehr wohl irgendwo verwurzelt. Aber tatsächlich leben diese ausgetrockneten Sträucher, die man hier sehen kann, zu einem großen Teil sehr wohl noch. Denn eine Möglichkeit, wie man eben mit dem Wassermangel als Pflanze umgeht, es gibt im Prinzip zwei Systeme. Die eine besteht darin, dass man irgendwo Wasser speichert und Wasser spart und dann halt eben seinen Speicher, wenn es dann mal wieder nass wird, wieder auffüllt. Das ist Sukkulenz im Wesentlichen zum Beispiel. Ja, hier, was hinter mir steht, die großen Grünen, das sind Sukkulenten. Ein Kaktus wäre so die weltweit bekannteste Sukkulente. Und dann gibt es noch das andere System, dass man halt eben einfach austrocknen zulässt. Das machen die meisten primitiven Landpflanzen, insbesondere Moose, sind da spezialisiert, dass sie einfach austrocknen. Ja? Und dann sind sie allerdings durch ihre spezielle Anpassung und ihre
relativ primitive Lebensweise, primitiv ist in diesem Fall gut, in der Lage davon eben nicht kaputt zu gehen, dass sie einmal ausgetrocknet sind. Und das gilt tatsächlich auch für viele der hier anzutreffenden Büsche, die können vollständig oberflächlich austrocknen und sind dann aber in der Lage, wenn der Regen wiederkommt, sich wieder zu erholen, einen Großteil ihres Gewebes wieder mit Wasser zu versorgen. Das wird dann plötzlich auch wieder grün, beziehungsweise sie bilden dann schnell neue Blätter aus und sind dann auch in der Lage, wiederum ein bisschen Photosynthese zu betreiben, vor allen Dingen auch ein bisschen Samen zu produzieren fürs langfristige Überleben durch Genweitergabe an die nächste Generation. Ja? Allerdings die Möglichkeiten und die Techniken, die angewendet werden, um eben diese Austrocknungsprozesse zu überleben, sind sehr, sehr vielfältig und sehr komplex. Und daher würde ich da jetzt gar nicht so weiter groß drauf eingehen. Spannend hingegen ist eben hier jetzt endgültig hinter mir Euphorbia canariensis. Das ist nämlich eine von vielen Euphorbien, zu Deutsch Wolfsmilchgewächse. Aber wenn ihr schlau sein wollt, merkt euch einfach Euphorbien. keine Sau sagt Wolfsmilchgewächse zu den Dingern, aber ja, irgendwer musste ihnen ja so einen Namen geben. Warum heißen sie so? Die haben ein durchaus ziemlich giftiges Sekret. Wenn man also jetzt da hinten so eine Canariensis da anpiekt, dann kommt da so eine weiße Milch raus. Und warum halt? Vielleicht heißt sie auch deswegen Wolfsmilch, weil sie ähnlich gefährlich wie der selbrige ist oder zumindest so wahrgenommen wurde. Die ist tatsächlich giftig und kann vor allen Dingen, wenn sie in die Augen gerät, Blindheit verursachen, und zwar langfristig, beziehungsweise mindestens mal kurzfristig. Lustigerweise gibt es dann wieder eine andere Euphorbie, deren Milchsaft diese Blindheit wieder heilt. Zumindest geht man davon aus, dass man das früher verwendet hat, um dann sich eben zu heilen, nachdem man zu viel in die Euphorbie geguckt hat. Auf gut Deutsch, ne? Also das ist nur so eine kleine Anekdote. Ich würde schwerstens davon abraten, irgendwelche Milchsäfte von irgendwelchen, übrigens alle unter Naturschutz stehenden, weil einmalig, weltweit einmaligen Pflanzen hier irgendwie anzupieken. Ja, bloß nicht. Also hier ja nichts kaputt machen. Es mag sein, dass da, wo man gerade jeweils hockt, gefühlt jede Menge von all dem vorhanden ist. Aber das ist auch der Fall. Aber nichtsdestotrotz sind das schon sehr empfindliche Ökosysteme. Und sobald man hier irgendwas kaputt macht, dauert das sehr lange, bis sich das wieder regeneriert. Also Pfoten weg, drin rumlaufen okay, drum rumlaufen auch okay, dass man hier ein bisschen vom Weg runter geht, kann ich jetzt nicht erkennen, dass das einen allzu großen Schaden verursachen könnte, wobei Erosion auch wieder ein Thema ist, aber ja, ne? Und die da hinten jedenfalls, das sind jetzt richtige Sukkulenten mit Stammsukkulenz. Und was ist die andere Pflanze, die noch Stammsukkulenz hat? Ein Kaktus. Aber das ist eben kein Kaktus. Es gibt in der ganzen Sahara keinen richtigen Kaktus, beziehungsweise wenn die jemand dahin gepflanzt hat, dann schon. Aber natürlich vorkommt tatsächlich keinen einzigen Kaktus. Und auch die Sahara ist relativ frei von ansonsten Stammsukkulenz. Darum ist es ganz spannend, dass eine Pflanze wie die Euphorbie, die in ganz vielen verschiedenen Formen auftritt, eben der Stamm der Euphorbien es auch auf die Kanarischen Inseln geschafft hat und sich dann aus dieser einen Ur-Euphorbie, die hier irgendwie mal hergekommen ist, vielleicht mit einem Vogel per Samentransport, das ist so eine der wahrscheinlichsten Varianten, die hat es geschafft, sich über die gesamte Inselgruppe auszubreiten, die Ur-Euphorbie. Und je nachdem, welche ökologischen Anforderungen im jeweiligen Bereich der Inseln geherrscht haben, hat die Ur-Euphorbie bzw. deren Nachkommen sich immer ganz speziell darauf angepasst, was für Bedingungen gerade herrschen. Wir können hier also anhand insbesondere der Euphorbia canariensis der Evolution wirklich beim Ablaufen fast schon zugucken. Wahnsinnig spannend. Das nennt man adaptive Radiation, nur damit ich es gesagt habe. Wenn aus einer Art, der plötzlich eine Vielfalt an ökologischen Nischen zur Verfügung steht, ganz viele Arten sich herausadaptieren. Ja? Das heißt, ursprünglich sind es 10 Bens. Ja? Und stellen wir mal vor, 10 Bens würden jetzt diese Insel besiedeln. Und der eine Ben, der geht auf den Berg und stellt fest, als Standard-Ben habe ich hier Schwierigkeiten, ich werde jetzt mal zum Ben mit einem besonders langen Bart, weil dann ist mir wärmer.
Und der nächste Ben, der geht irgendwie an die Küste und stellt fest, boah, hier ist aber heiß, ich zieh mal lieber einen Hut auf, einen besonders breitkrempigen Hut. Und nach passen sich dann sämtliche Bens der jeweiligen Stelle, wo sie hocken und labern, besser an. Und das ist eben adaptive Radiation. Nur dass es halt eben nicht Bens waren, sondern die Ureuphorbie und deren Kolleginnen und Kollegen, die dann sich hier eben entsprechend speziell angepasst haben. Und das ist wirklich bei kaum einer Pflanzenart so extrem, dass die sich optisch und morphologisch, also aufgrund ihres Baus, so stark voneinander unterscheiden, obwohl sie alle der gleichen Gattung angehören. Beispiel Betula, ne, die Birken bei uns. Wir haben gerade mal zwei heimische Birkenarten mit noch ein paar Unterarten möglicherweise und die unterscheiden sich optisch alle nur minimal. Die haben mal ein bisschen kleinere Blätter, mal ein bisschen größere Blätter, mal sind sie ein bisschen behaarter, mal ein bisschen weniger behaart, aber alle haben den weißen Stamm und wachsen baumförmig. Hier sind die Euphorbien wirklich teilweise so wahnsinnig unterschiedlich aus, dass man sie gar nicht wiedererkennt. Und das ist tatsächlich kaum einer anderen Pflanzengattung dieser Welt in diesem Ausmaß gegeben und ist natürlich ein Effekt einfach der Insel, die nur sehr von wenigen Pflanzengattungen überhaupt ursprünglich initial besiedelt worden ist. Und die haben dann eben die komplette Insel für sich gehabt und drum sich eben aus sich selbst raus auf alle möglichen Lebensräume angepasst. Habe ich schon mal gesagt, habe ich jetzt nochmal gesagt, macht nichts, ist wichtig, könnt ihr euch merken. So, und Beispiele dafür werde ich dann natürlich noch gerne nachliefern, beziehungsweise habe ich euch zum Teil auch schon eingeblendet, aber da machen wir auch noch ein bisschen was per Voice-Over und Bildmaterial zu dieser Landschaft wird natürlich auch noch nachgeliefert. Was ich aber schon mal zeigen kann an Bildmaterial ist, der Boden, den wir hier haben, besteht im Grunde aus einem Haufen Kieselsteine und da gibt es ganz grob gesagt drei Kategorien. Kategorie 1, machen wir auch gleich noch ein anderes, schöneres Foto von, sind diese kleinen Kieselchen hier, diese roten. Ja, es gibt vor allen Dingen die roten sind spannend, das sind rote vulkanische Pyroklastenpartikelchen, genannt Lapilli. Und die sind im Prinzip wirklich ein Überrest von krümelförmiger Lava, die recht schnell erkaltet ist, die recht viele Gase dabei eingelagert hat. Und in diesen Lapilli finden wir also jede Menge kleine Öffnungen, wie kleine Poren. Und ja, vielleicht kann man sich's ganz gut merken, Kazan-Ultra-Klumpstreu. Ja, ungefähr so funktionieren die wie Kazan-Ultra-Klumpstreu. Du pieselst drauf, das Zeug kriecht ins Innere und dann ist nicht mehr allzu viel davon zu sehen. Ja? Saugt auf, bevor Geruch entsteht. Diese Eigenschaft, dass hier viele Gesteine aufsaugen, bevor Geruch entsteht, ist nicht nur den roten Lapilli gegeben, also den roten vulkanischen Sedimenten, sondern... Halt, stopp, da hat er jetzt völligen Blödsinn erzählt, der Ben da vor Ort. Das ist selbstverständlich kein vulkanisches Sediment. Das ist so falsch, wie es nur sein kann. Deswegen, um mich selbst zu bestrafen, dass ich so einen Blödsinn nicht mehr erzähle, lasse ich es jetzt einfach mal drin. Vulkanisches Sediment geht gar nicht. Ja? Ein Sedimentgestein, das bedeutet, wir haben es mit einem Gestein zu tun, das irgendwann mal durch magmatische Entstehung, also von irgendeinem Vulkan, an die Erdoberfläche befördert worden ist, das dann durch Erosion, Wind, Wasser, Schnee, Eis, sowas abgerieben worden ist und dieser Abrieb, meistens sowas Sandartiges, ist irgendwo liegen geblieben, wurde dann irgendwann von anderen Schichten überlagert und so fest zusammengedrückt, dass aus dem ursprünglichen zum Beispiel Sand jetzt wieder ein Sandstein worden ist. Das ist also sekundär nochmal zu einem Stein verfestigt worden und dieser Stein landet jetzt durch irgendeine Erdbewegung wie Kontinentalplattenverschiebung, Gebirgshebung, sowas in die Richtung wieder an der Erdoberfläche und steht jetzt als Stein an der Erdoberfläche wieder zur Verfügung. Das ist ein Sedimentgestein. Ja? Ein Plutonit, also ein vulkanisches Gestein aus dem Erdinneren, ist niemals ein Sediment. Das ist was grundlegend Falsches und Verschiedenes, also von mir grundlegend falsch erklärt, so rum. Ja? Nur damit wir klarstellen, dass ich doof bin. Jetzt geht's weiter. Und vor allen Dingen auch eben den schwarzen basaltischen Lapilli,
Die sehen ähnlich aus, sind halt nur eben schwarz. Und die gibt es auch noch in deutlich größer. Und vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob er das jetzt scharf stellt, aber ich versuch's. Vielleicht kann man an dieser Stelle schon erste kleine Poren im Stein erkennen, aber auch da machen wir noch ein paar Detailaufnahmen. Der ist also wahnsinnig zerklüftet und mit ganz vielen kleinen Poren ausgestattet. Und das habe ich auch, werde ich auch wahrscheinlich nachher noch mal in einem anderen Teil dieser Videoreihe erzählen, weil es halt einfach wichtig ist. Die sind das Hauptsubstrat dieser Inseln. Also Substrat im Sinne von das, wo wirklich die Pflanze dann ihre Wurzeln reinsteckt. Die steckt ihre Wurzeln ja nicht in riesige Lavabrocken, Lavafelsen, die übrig geblieben sind und einen Durchmesser von, keine Ahnung, 12 Metern oder sowas haben, sondern die arbeiten mit dem Feinmaterial. Und was wir hier an Feinmaterial haben, sind bestenfalls wirklich vulkanische Sande. Soll heißen, sowas hier durch den Wind so fein gerieben, dass es dann irgendwann doch zu Sandkörnern, Sandkorngröße runter reduziert ist. Das sind recht gute Wachstumsbedingungen. Andererseits, so ein Sand hält dann das Wasser nicht mehr gut. Eine Lapidi-Landschaft hält das Wasser sehr gut, eben durch die vielen, vielen kleinen Poren, die in den Dingern drin sind, ist es eigentlich hervorragend möglich, hier langfristig die paar Niederschläge, die dann manchmal runterkommen, zu speichern. Der absolut beste Stein für solche Zwecke ist Bimstein. Hier zwei kleine Bimsteine, die kennt man zum Beispiel aus der Kosmetik zum Hornhaut vom Fuß runterrubbeln, machen wohl diverse nicht ganz junge Damen so, um ihre Hornhaut loszuwerden. Wird auch gerne als Bastelmaterial genommen, dass man aus Bimsteinen irgendwas rausmeißelt oder sonst wie. Ist sehr, sehr weich, ist sehr, sehr leicht. Es ist Wahnsinn, wie viel, also quasi nix, so ein kleiner Bimsteinkiesel wiegt. Du nimmst den auf die Hand und denkst, der wiegt jetzt so viel wie ein Kieselstein. Du bist ja gewöhnt, was ein Kieselstein wiegt, aber der wiegt nichts, weil der wirklich ultra porös ist. Besteht aus einem Hauch von Stein und ganz vielen Löchern mit Gaseinschluss, also Lufteinschluss drin, und hat damit also auch wirklich eine enorme Speicherwirkung für Feuchtigkeit. Man findet hier, wenn man lange, lange sucht, leider habe ich noch kein Foto von machen können, weil ich habe noch nicht lange, lange, lange gesucht, auf den Inseln hin und wieder mal noch traditionelle Felder, die so funktionieren, dass man auf den, erstmal den Acker pflügt, ja, den regulären Boden. Die Böden sind meistens da, wo sich eine richtige Bodenentwicklung durchgezogen hat, so braunerdemäßig, braunerdelehmmäßig, also so mittelmäßig gut, aber sehr, sehr, sehr gute Nährstoffzusammensetzung aufgrund der jungen vulkanischen Böden natürlich. Das Vulkanausbruch, Asche kommt raus, Lava kommt raus etc. pp., dass daraus dann irgendwann ein fruchtbarer Boden wird, das hat man bestimmt auch schon mal gehört und habt da sicherlich schon mal mitbekommen. So, und diese sehr fruchtbaren Böden sind zwar an sich super fruchtbar, aber Problem ist, hier ist halt immer noch trocken. Und drum pflügt man, pflanzt da seine Pflanzen rein, was immer man anbauen möchte, und sobald die ein bisschen groß geworden sind oder auch manchmal schon vorher, kippt man dann auf den Acker, auf den gepflügten Acker mit den gesäten Pflanzen noch Bimstein, insbesondere Bimstein, manchmal auch die schwarzen basaltischen Lapilli, aber meistens Bimstein, eine Schicht von bis zu 30 cm Bimstein da noch oben drauf, damit der Bimstein wirklich die Luftfeuchtigkeit morgens, einfach die nasse Luft, diese Feuchtigkeit auch aufsaugt und unten an den Acker weitergibt, um hier Landwirtschaft im großen Stil, traditionellen Stil vor allen Dingen, ohne große Maschinen und ohne große Bewässerung zu ermöglichen. Alles sehr, sehr faszinierend. So, kommen wir zurück zu unserem Sukkulentenbusch. Wie gesagt, Bildmaterial und Kommentare zu den einzelnen Pflanzen folgen bzw. wurden euch schon eingeblendet. Ich mache aber gleich noch einen kleinen Extra-Take zu Euphorbia canariensis, weil die halt wirklich so was ganz Besonderes ist. Und dann gucken wir uns Sukkulenz mal noch ein bisschen genauer an. So, anwesende Geologen mögen mir verzeihen, aber ich versuche mich jetzt trotzdem ein kleines bisschen an Pyroklastenkunde. Also, Pyroklasten sind im Gegensatz zu Lava irgendwelche Bröckchen, die vom Vulkan rausgeschmissen werden. Teilweise auch große Bröckchen, nämlich etwas ab mindestens dieser Größe, bezeichnet man als Bombe. Das heißt, das kommt aus dem Krater rausgeschossen, fliegt durch die Gegend, fällt dann hier runter, macht möglicherweise dabei noch einen großen Rums und dann liegt es da.
Pyroklastische Materialien sind halt dann eben ganz oft noch mit gewissen Gasen durchzogen und haben daher einen Haufen kleiner, feiner Löcher, wo diese Gase dann eben beim Erkalten entweichen. Das heißt, da war mal was Gasiges drin, ist dann erkaltet bzw. entwichen und dann entsteht eben diese poröse Struktur. Bei diesen großen Dingern kann man das eben ganz schön sehen. Bei den deutlich kleineren Dingern, hier zum Beispiel, ist das zwar auch noch gut zu sehen, aber ja, und je feiner und kleiner die jeweils sind, dann sind es halt irgendwann keine Bomben mehr, sondern eben Lapilli, bis hin dann zu irgendwann Asche. Die ganz feinen Partikel bezeichnet man als Asche, auch wenn sie keine Asche in dem Sinne sind, dass sie verbranntes organisches Material darstellen, sondern eben nicht, ganz im Gegenteil, anorganische Materialien, aber die nennt man dann halt eben entsprechend Asche. So. Und da möchte ich mich nochmal selber korrigieren. Ich falle hier gerade auf das rein, was sicherlich häufig passiert bei Leuten, die sich mit Asche auseinandersetzen und das Gefühl haben, vulkanische Asche wäre was anderes als Asche, die nach einem Waldbrand oder nach einem Lagerfeuer übrig bleibt. Also Asche nach oder die Asche, die man aus dem Kamin rausholt. Asche aus dem Kamin kennen wir als so ein gräuliches Pulver. Gräulich bis weißlich, so irgendwie in diesem Bereich. Das ist nur deswegen ein Pulver, weil die einzelnen Aschepartikel eben super, super fein sind. Aber letztendlich ist eine Asche, nachdem wir was verbrannt haben, irgendein organisches Material, zum Beispiel Holz, Knochen, Haare, Horn, Fleisch theoretisch, ne? Da bleibt immer Asche zurück bei jedem verbrannten organischen Material, insbesondere wenn es vollständig verbrannt ist, da also alles gebrannt hat, was irgendwie brennen können, dann besteht so eine Asche nur noch aus anorganischen Elementen wie Calcium, Magnesium, Mangan, Molybdän, Eisen, Phosphat, bzw. Phosphor und so weiter. Ja? Und tatsächlich ist eine vulkanische Asche so gesehen wirklich das Gleiche, nur liegt die halt nicht als grau bis weißes Pülverchen vor, sondern meistens größtenteils als schwarzer Kieselstein oder kleine schwarze Partikelchen. Die sind noch schwarz, weil die Eisenbestandteile, die drin sind, noch nicht oxidiert sind. Je älter so eine Asche letztendlich wird, desto rötlicher wird sie, weil sie nach und nach oxidiert und das führt dann eben zu so einer rostigen Farbe. Also je frischer, desto schwarzer, je rostiger, desto länger liegt die schon da. Aber letztendlich sind die chemischen Bestandteile ziemlich genau dieselben. Auch eine vulkanische Asche ist im Grunde feines anorganisches Material in Reinform. Das war halt noch nie in einem Lebewesen drin und musste daher nicht rausgebrannt werden, sondern ist quasi schon die Essenz, so aus denen sich dann später, oder zumindest die Essenz der anorganischen Bestandteile, die mal irgendwann sicherlich in einem Lebewesen landen könnten. Ja, und aber wieder gleiche Inhaltsstoffe, Eisen, Kalium, Mangan, Calcium, Magnesium und so weiter und so fort. Das heißt also, so groß ist der Unterschied zwischen einer vulkanischen Asche und einer Asche aus dem Feuer eigentlich gar nicht. Genau genommen chemisch gesehen ist er fast nicht existent oder kann zumindest vulkanische Aschen geben, die genauso aufgebaut sind wie Aschen nach einem Holzfeuer und so weiter. Ja? Also machen wir uns das nochmal kurz klar und dann geht's weiter. Trotzdem haben wir hin und wieder auch nochmal kleine Reste von eher wahrscheinlich langsam erkaltetem Magma, den man hier finden kann. Also sowas wie diese Struktur hier liegt jetzt auch ein bisschen tiefer als eben unser Feld mit den Bomben bzw. eben diesen Klötzchen, die hier oben drauf liegen. Und man muss sich ja klar machen, dass Vulkane wie der da, ja, die entstehen in Schichten. Das ist ein Schichtvulkan und als solcher blubbert der nicht auf einmal hoch, sondern der blubbert nach und nach hoch und es kann halt mal sein, dass da mal eine Schicht Lava rauskommt, mal eine Schicht Pyroklasten bzw. mal eine ganze Ladung Pyroklasten und dann, wenn nach und nach die Landschaft abgetragen wird bzw. jetzt dieser Berg hier weg erodiert, womit er ja gerade beschäftigt ist, weil er steht da und es weht drüber, also wird er langsam weg erodiert,
dann kann es halt eben auch nach und nach vorkommen, dass dann unterschiedliche Schichten freigelegt werden und wir an Stellen, wo wir tiefer runterkommen, plötzlich Lava finden, also erkaltete Lava, also richtig, wirklich genau magmatische, wie heißen denn die? Na, Erosivgesteine, ich glaube so, ja, was weiß ich. Wie gesagt, die Geologen mögen mir verzeihen, aber das finden wir halt unten drunter und obendrauf dann möglicherweise noch so ein paar pyroklastische Geschichten und so weiter. Ja? Also einfach nur so ein kleines bisschen Vulkanologie für Dovis vom Dovi, so rum. So, wir machen ein bisschen Überlebensstrategien im Sukkulentenbusch am Beispiel diverser Euphorbien. Ich vermute zumindest mal, dass das alles Euphorbien sind. Ja, botanische Detail schwierig. Aber zur Ökologie dieser Pflanze kann ich was sagen. Nämlich befindet die sich momentan in einem Zustand als Strauch ohne, ja, Blätter im klassischen Sinne. Wenn wir uns aber diese sich farblich etwas abhebenden Enden hier angucken, dann stellen wir fest, ja doch, die sind leicht grün und tatsächlich können die auch ein wenig Photosynthese aufgrund dessen, dass sie eben leicht grün sind. Und dieses wenige an Photosynthese dürfte hier auch schon ausreichen, um zumindest mal genügend Zucker zur Verfügung zu stellen, damit die Pflanze am Leben bleibt. Und die kann allerdings, da gibt es Bilder, auch noch etwas mehr austreiben, vermutlich in der jeweiligen Nasszeit hier, wenn dann, na, das sieht man zum Beispiel hier jetzt am äußeren Rand, da hat es, das müssen wir jetzt noch, ja, da vorne, ne, das was scharf ist, das ist ein etwas jüngerer, etwas intensiv grünerer Trieb und das sind sozusagen die Blätter. Aber alle Blätter, blattartigen Strukturen, die dieses Ding ausbildet, sind halt sehr dick, sehr fleischig und erhalten damit auch sehr lange, weil hier ist alles teuer, Photosynthese ist schwierig zu betreiben, nicht weil das Licht fehlt, sondern weil das Wasser fehlt und daher muss man mit dem Material, was man hat, möglichst sorgfältig umgehen, neues zu bilden, würde neues Wasser brauchen, was dann oft eben fehlt. Ja, und dadurch, dass die eben nur eine sehr geringe photosynthetisch aktive Biomasse zur Gesamtmasse hat, ist der Wasserverbrauch sehr, sehr, sehr gering und gleichzeitig ist das aber an sich eigentlich durchaus eine etwas größere Pflanze und kann dann auch ein wenig Wasser eben im Gewebe speichern. Das ist auch der Grund, weshalb eben keine richtigen Blätter, sondern nur solche grünen Stängel hier da sind, weil auch die können im Inneren ein wenig Wasser speichern. Das heißt, das ist so eine beginnende Sukkulenz. Und darauf möchte ich nämlich hinaus, was zum Geier ist eigentlich Sukkulenz. Ja, das heißt, ein verdicktes Gewebe, das im Gewebe selber einfach Platz bietet, letztendlich Hohlräume bietet, in denen besonders viel Wasser gespeichert werden kann. Aus einer Zeit des Überflusses, wenn viel Wasser da ist, wird alles vollgesaugt und in der Zeit des Mangels hat man dann Reserven. Natürlich noch ausgeprägter als bei dieser Euphorbie ist das dann bei der klassischen Euphorbia canariensis, die kaktusartigste Euphorbie, die es so gibt. Diverse Bilder blende ich euch noch ein. Die wächst grundsätzlich immer in solchen Gebüschen. Im Inneren der Gebüsche finden wir dann gerne auch noch mal andere Pflanzen, die den Schutz dieser, ja, Kaktus-Euphorbie, so nenne ich es jetzt einfach mal spaßeshalber, auch zu schätzen wissen und dann im Inneren von der selbrigen gerne wachsen. Denn tatsächlich sind die auch schon etwas stachlig und etwas unangenehm zum Anfassen und eben auch giftig durch ihre Wolfsmilch, die da dann austritt, wenn man da reinbeißt. Und das ist bereits eine Anpassung, eine sehr schnelle, sehr kurzfristig evolutionstechnisch erfolgte Anpassung an die Ziegen, die es auf den Inseln gibt, seit die besiedelt sind. So lange sind die aber noch gar nicht besiedelt und so gesehen ist das eine sehr, sehr kurzfristige Entwicklung. Wir dürfen davon ausgehen, dass als die Inseln noch gar nicht besiedelt waren von jemandem, der an der Euphorbe knabbern möchte, dass dann noch gar keine Abwehr im Sinne von Stachlichkeit vorhanden war und sich das dann eben erst durch letztendlich den Menschen, der hier Ziegen hergebracht hat, weil Ziegen sind nicht von alleine gekommen, überhaupt erst ergeben hat. Wir können außerdem feststellen, anhand der unterschiedlichen Grünfärbung, die jüngeren Teile, sprich die oberen Enden, die sind eben noch frisch, sind noch nicht so lange gewachsen und dementsprechend können auch die Pflanzenzellen, die da vorhanden sind, noch ordentlich viel Photosynthese machen und haben noch einen sehr stark funktionierenden Photosyntheseapparat.
im Gegensatz zu den sehr alten Zellen, die jetzt mehr so ins Blaugrüne übergehen und nicht mehr allzu viel Photosynthese hinkriegen, weil die Chloroplasten, also der Zellbestandteil, der eben für die Photosynthese zuständig ist, die werden eben durch die intensive UV-Strahlung, insbesondere die hier ja wirklich sehr intensive UV-Strahlung, wir haben dicke Sonnencreme aufgetragen, stark belastet. Gehen dann schnell kaputt und das Resultat ist eben, dass nur die jüngsten Pflanzenteile eben noch ein kräftiges, photosynthetisch deutlich aktiveres Grün aufweisen als die alten Pflanzenteile. Aber ein bisschen was geht da auch noch, ne? Ja, ganz, ganz spannend. Und wenn wir uns jetzt hier so im Direktvergleich angucken, die beiden sind wirklich massiv eng miteinander verwandt. Der Busch hier links und der Kaktus, ne, ist keiner, aber der Kaktus rechts, und haben sich eben deswegen so stark auseinanderentwickelt morphologisch, weil eben ganz verschiedene Strategien zum Überleben in dieser Landschaft möglich sind. Ne? Wenn wir uns hier übrigens in der näheren Umgebung umgucken, den linken Busch, den finden wir hier überall. Die kaktusartigen Euphorbien, die sind tatsächlich eher selten. Und jetzt gerade insbesondere hier auf der Südhälfte der Insel, da reicht das noch nicht mal. Ne? Weil die haben, dadurch, dass sie doch recht viel Grün aufweisen, anders als ihr Buschkollege nebendran, haben die zwar jede Menge Speichermöglichkeiten für viel Wasser, aber sie haben auch einen erheblich höheren Wasserverbrauch, weil viel Grün, ergo viel Photosynthese, ergo höhere Wasserverbrauch. Ja? Also toll, wie man hier sehen kann, welche verschiedenen Strategien von den Pflanzen so verwendet werden können. Und ich hätte noch ein drittes Beispiel, nämlich hier im Wind schön zu sehen, das Nadelblatt. Das Nadelblatt hat nämlich eben auch eine vergleichsweise super geringe Oberfläche zu Blattmasse und damit auch enormes Potenzial, Wasser zu sparen. Und das hier ist kein Nadelbaum, sondern auch wahrscheinlich wieder irgendeine Euphorbie. Wenn ich noch rausfinde, welche, schreibe ich es euch unten hin. Aber auch das wieder unterscheidet sich morphologisch und optisch ganz, ganz stark von den Kollegen nebendran. Wieder ein ganz anderes System. Wahrscheinlich hier die Variante, die am meisten Wasser braucht, könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem ein richtiges Laubblatt, ne? Wie ein Buchenblatt, ein Birkenblatt, sowas, was wir von daheim kennen. Das wird man hier bei diesen Euphorbien nicht finden, weil sie halt immer mit Trockenheit zu kämpfen haben und da so ihre Schwierigkeiten. Beziehungsweise es gibt auch Euphorbien im Lorbeerwald. Den gucken wir uns dann in einem späteren Teil dieser Reihe hier noch an, die dann es nicht mehr nötig haben, unbedingt super furchtbar Wasser zu sparen. Und die gibt es dann auch mit, naja, zumindest mal blattartigen Strukturen, die Bezeichnung Blatt auch verdient haben. Ja? So, jedenfalls das hier wieder eine weitere Variante, wie man mit dem Wassermangel hier klarkommt, eben in Form von Nadeln. Ne? Aber auch wenn man die anfasst, merkt man gleich, das ist nicht wirklich eine Nadel, wie wir sie von einem Nadelbaum kennen. Das ist schon ein Blatt, nur halt eben einfach vollständig auf einen runden, spaghettiförmigen Umriss reduziert. So, noch ein paar Takte zum Wetter. Und zwar sehen wir hier jetzt ein paar Wolken. So nach dem Motto, hey, Moment mal, wir sind hier in der Halbwüste und da gibt's Wolken, das kann ja wohl nicht sein. Ja, aber doch. Und zwar gibt's die Wolken aber auch nur bis da. Ne? Und wenn wir jetzt hier direkt hochgucken, das ist jetzt exakt über mir, da ist nichts mehr mit Wolke. Und da vorne sind sie jetzt wieder. Und zwar sind das hier so die letzten Wolken, die noch um den Teide drumherum geflutscht sind und aus dem Norden kommen und dann quasi das Gebirge, ja, so seitlich ein bisschen dran vorbeigeschroppelt sind und noch ein bisschen ins Inselinnere, die südlichere Hälfte des Inselinneren geraten sind. Ne? Aber man muss sich klar machen, das sind zwar jetzt erstmal Wolken, aber außer Schatten tun die auch nicht viel. Also diese um den Teide drumherum gewehten Wolken, die regnen nur sehr, sehr selten ab. Trotzdem, wenn sie abregnen, dann regnen sie eben auch meistens nur in dem Bereich, in dem sie sich jetzt ungefähr, das ist jetzt wirklich so richtiges Bilderbuch, Lehrbuchwetter sozusagen, so ist es hier durchschnittlich fast immer. Und wenn die jetzt mal abregnen, dann halt eben auch nur da, wo sie sind. Ne? Und bis hier, wenn wir jetzt mal nach hier gucken, da bis dahin reicht es halt nicht mehr.
Und es gibt eben durchaus auch noch Bereiche der Insel, die noch weiter nach Süden rausragen, als das jetzt mit diesem Küstenstrich, den wir hier jetzt gerade sehen, der Fall ist. Und dann sind die halt noch weiter weg von den letzten rettenden Wolken sozusagen, die einigermaßen häufige, auch immer noch wenig, aber einigermaßen häufige Niederschläge mitbringen würden. Ne? Und das erklärt dann hoffentlich auch so ein bisschen, warum wir hier eben in so einer trockenen Ecke der Insel hocken, weil die Wolken bis hier nicht reichen. Jetzt gibt es da hinten wiederum Wolken. Was machen die da? Wo kommen die her? Die düsen schlicht und ergreifend jetzt einfach, das ist ein warmer Ozean, das ist der Kanarenstrom, der hier eine größere Rolle spielt. Das ist ziemlich warmes Wasser. Man kann da also auch im November theoretisch schwimmen gehen, wenn man das dann möchte. Und dieses warme Wasser verdunstet natürlich und bildet jetzt hier einfach schlicht und ergreifend neue Wolken. Allerdings sind die eben in die Richtung unterwegs und nicht auf uns zu. Und dementsprechend helfen die jetzt für die Landschaft hier überhaupt nicht und hier bleibt es also weiterhin super, super trocken. Ja, und hier haben wir die Höhle der Hunde gefunden. Ist leider vom Lichtunterschied her sehr schwierig, da in der Höhle nennenswert was erkennen zu können. Ah, jetzt, na, da sieht man es. Da liegen tatsächlich diverse Knochen drin. Weiß nicht, was da so alles reingeplumpst ist, beziehungsweise ob man da nicht vielleicht doch einfach aus Spaß und Tollerei den einen oder anderen noch zusätzlich reingeschmissen hat. Aber ja, ist im ersten Moment mal ein interessanter Anblick. Die haben wir jetzt auch nur gefunden, weil sie auf unserer Open Topo Maps Karte verzeichnet gewesen ist. Die ist hier in der Landschaft nicht groß ausgeschildert in irgendeiner Art und Weise. Ja, schwer zu filmen, ne? Aber man kann sehen, da liegen wirklich diverse Knochen drin. Ja, sehr spannend, ja, aber tut eigentlich jetzt nichts groß zur Sache. Wie so eine Vulkanhöhle im vulkanischen Gestein entstehen kann, das ist halt alles einfach ziemlich stark verwitternd. Und da das hier auch alles aus zusammengeschichtetem Material besteht, geht das schon recht schnell, dass da mal bei einem größeren Wassereinbruch die Erosion schnell voranschreitet. Aber nähere Vermutungen dazu abzugeben, traue ich mich nicht. Ja, aber spannend. So, und nach der hier habe ich noch gesucht. Hier ist direkt am Meer, darum auch gerade ein bisschen windig. Aber das ist Euphorbia balsamifera. Euphorbia balsamifera. Das ist so die zweitprominenteste Euphorbie, die man hier im Sukkulentenbusch so finden kann. Sie wächst so schön kriechend am Boden als so ein Büschelchen und sie hat keine grünen Blattelemente, bis auf die eigentlichen kleinen Blättchen, die dann hin und wieder mal, wenn sich langsam die etwas niederschlagsreichere Zeit ankündigt, sprich der Winter, langsam austreiben. Ne? Also die kann man je nach Region sehr, sehr viel davon finden, vor allen Dingen in der infrakanarischen Zone der Nordküste. Aber auch hier in der Südküste gibt es sie hin und wieder mal zwischen den einzelnen Vulkanbrocken. Ne? Also schön, dann haben wir die auch entdeckt. Ja, beeindruckend das natürlich, wenn sie grün ist, aber man kann es ja erkennen. Sage ich noch, wahrscheinlich kriegen wir von den Salzwiesen bzw. den Salzpflanzen nichts mit und hier sind die ersten. Das ist hier ein ganz kleines Mikroökosystem. Da vorne seht ihr, da ist so ein grüner Streifen, der zieht sich hier entsprechend lang. Dann wird es da sogar noch ein bisschen sandig und da haben wir das Meer. Und das Meer ist entsprechend auch schuld, dass wir hier eben einen erhöhten Wassereintrag haben, schlicht und ergreifend durch Gischt, die dann immer mal wieder hier hochzischt und für eine gewisse Feuchtigkeit sorgt, leider halt eben Salzwasser. Aber den spezialisierten, salzangepassten Pflänzchen, die hier eben auch auf dem Sand, tatsächlich auch Meersand, das erkennt man auch an der weißen Farbe, das ist kein schwarzer vulkanischer Sand, sondern tatsächlich Meersand von möglicherweise durchaus weit her,
vom Meer eben von der Brandung mitgebracht. Und ja, hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also ich kann nicht groß drauf eingehen, weil ich habe mich dazu nicht eingelesen und habe jetzt auch nicht die Zeit, das zu tun. Aber hier haben wir es tatsächlich mit einem Mini-Mini-Mini-Special-Ökosystem in der ansonsten bisher schon bereits gesehenen Lavalandschaft zu tun. Ne? Also das jetzt hier gerade oben drüber haben, überwiegend Euphorbia balsamifera, diese ganzen Kugelbüsche da. Und hier in der Bildmitte jetzt zum Beispiel, da stehen noch ein paar Euphorbia canariensis, also diese kaktusartigen Dinger. Ja, super spannend. Also wirklich, der Weg hier lohnt sich. Ich schreibe euch in die Videobeschreibung, wo ihr hier lang müsst, wenn ihr hier auch lang gehen wollt. Wahnsinnig faszinierende Vulkanlandschaft mit immer mal wieder so Kleinoden und speziellen Ökosystemen. Kleinstökosystemen entlang des Weges. Also echt eine Empfehlung. Ja, hier an der Küste gibt es dann noch diese Gräber. Das sind deutsche Touristen, die zu wenig Wasser auf dieser Route dabei hatten. Ja, die hat man dann direkt hier verscharrt. Und ja, das sieht jetzt so aus, ne? Nee, sind natürlich Salzgewinnungsbecken, Salinas, wie der Spanier sagt. Du kippst ein bisschen Wasser aus dem Meer da rein. Also bei einer Sturmflut wird es von alleine nass, aber größtenteils muss man da doch ein bisschen mit dem Wassereimer nachhelfen. Und dann vertrocknet das entsprechend bzw. verdunstet und du kannst dann hinterher das Salz abkratzen. Tatsächlich sind die weißen Reste, die man hier noch sieht, auch so leichte Salzreste. Ne? Also spannend. Auch solche historischen Landnutzungsformen kann man hier finden. Ja, viel was anderes gibt es in dieser Landschaft ja auch nicht, was man da großartig nutzen könnte. Also wirklich eine ausgesprochene, wunderschöne und tolle, faszinierende Einöde. Also das Meer ist übrigens da, ne? Falls es jemand gesucht hat. Der hat offensichtlich viel zu sagen.